Hat jemand einen Schicksalspunkt? Dürfen wir nicht für andere verwenden. Stimmt. Richtig, dann sind wir durch. Ja, Everdaios, Ragnar, ihr lauft bis Robul hinterher. Puh. Ogdon, was glaubst du eigentlich über die Arche? Bist du Er ist mit nicht an Bord mitgekommen. Er beim... ist nicht mitgekommen. Achso, schön. Nur Ragnar. Ja. Kannst du Bitte. immer noch vor dir. Er ist ein bisschen langsamer als normal, aber das liegt wohl daran, dass sein Bein immer noch gebrochen ist, beziehungsweise seine Kniescheibe wohlauf immer verkrüppelt ist und dadurch dann mit seinen, ja, mit seiner provisorischen Schiene, wo er sich dann die Äxte aneinander genagelt hat, dauert das ein bisschen und ihr könnt ihn noch ungefähr, ich sag mal, 5 Minuten des Hinterhereilens könnt ihr ihn dann erreichen. Wo habt ihr den Rest gelassen? Wir machen eine Pause und versuchen Feuer zu machen. Eine Pause? Wie schwach seid ihr? Wir sind doch gerade erst von der Arche runter. Nun, aber sie haben sich ihre... Ich hing 2 Tage dort oben auf den Ästen. Ich glaube, das waren sogar mehr als 2 Tage. Also Interessiert zumindest. mich nicht. Ich hing dort oben 2 Tage auf den Ästen oder meinetwegen auch 3. Und ich Na gut. laufe wie ein junger Gott. Ja. Genau. Schön, dass du noch die Kraft in dir spürst, aber die anderen brauchen irgendwie einen Gasthof oder so. Warst du hier schon mal unterwegs? Weißt du, ob es hier sowas gibt? Nein. Ich komme Nein, du nicht aus warst der hier. Gegend. Okay. Bist du überhaupt sicher, dass du in die richtige Richtung läufst? Nein. Bin einfach Das nach ist. links gegangen. Das ist aber nicht Grob gut. in Richtung Westen. Das ist eine Straße. Irgendwann trifft man auf etwas. Und da kann man sich dann orientieren. Na gut, dann wollen wir noch ein bisschen laufen und wenn wir keinen Gasthof finden, werden wir zu den anderen zurückkehren. Genau, ihr. Ragnar, ich glaube manchmal, dass ihr euer Glauben an euren Gott fast dem Wahnsinn gleichkommt. Wollte mich beleidigen. Das wäre sehr unklug. Nein, ich meine nur, dass ein Unwissender euren Mut, eure Entschlossenheit mit närrischer Vertrautheit in die eigenen Wollte Fähigkeiten. mich einen Narren nennen. So war es nicht gemeint. Gehen wir einfach weiter. Ich habe euch jetzt 2 Chancen gegeben, euch zu korrigieren. Eine dritte bekommt ihr nicht. 2 Stunden später erreicht ihr Sonnengrunden, ein sehr, sehr kleines Dorf. Alles ist zugeschneit und ihr könnt niemanden draußen erkennen. Hier gibt es ungefähr. Ja, 1 Dutzend Häuser, vielleicht 2 Dutzend. Also es ist eine sehr, sehr kleine Siedlung. Gut. Schauen wir mal, ob wir hier Unterschlupf finden können. Irgendwas, was aussieht wie ein Schankraum oder so, eine Gaststätte mit einem Nein. Schild draußen. Eine Scheune? Eine Scheune wird es wohl geben, ja. Dann würde ich zu dem Haus, was am nächsten zur Scheune ist, gehen und dort einmal klopfen. Was bist du wohl denn? Bis Frau Bull läuft weiter. Bist du wohl? Ja. Wolltest du nicht nachfragen, ob wir in die richtige Richtung laufen? Richtig. Ja, damit geht er dann auch zur nächsten Tür, und klopft mal an, so dass sie fast aus den Angeln bricht. Und gleichzeitig hat er es auf der anderen Seite bei der Scheune. Ja, Ragnar stellt sich zu Bisfrau, damit das nicht eskaliert. Ja, du kannst sehen, wie wohl an der Häuserseite, da wo Bisfrau angeklopft hat, da kannst du am Fenster sehen, wie Gardine vorgeschoben wird. Also wirklich Glasfenster ist das nicht, aber irgendwo Bewegung gibt es da wohl. Und die werden wohl nicht aufmachen. Auf der anderen Seite bei Ephadaios öffnet sich dann ein Riegel und dann interessiert sich auch Bisfrabul gar nicht mehr für seine Tür, sondern geht dann wieder rüber auf die andere Seite. Alles klar, ja, Brockner kommt hinterher. Was? Ein alter Mann, sehr bärtig. Guten Tag, mein Herr. Privet. Bitte, wa was? Kuda wie Prischli.
Er hat auch siebt den Finger. Einen Moment. Ragnar! Ragnar! Ja? Verstehst du, was er sagt? Ich glaube, er spricht Bornländisch. Privet. Den Zwölfen zum Gruße, guter Mann. Er nickt. Sprechen Sie auch Hochgaretti? Ortguda? Das heißt wohl nein. Und dann kannst du sehen, wie wohl im Hintergrund eine etwas ältere Frau an einem Krückstock heranhumpelt. Privet, was kann ich für euch tun? Guten Tag, gnädige Dame. Ich und mein Freund Ragnar hier und einige Gefährten, wir sind hier vor kurzem... Herr Valaios, halt dein Maul. Wo geht's nach Festo? Ortschuda? Die Tür wird ein bisschen weiter aufgeschoben und eine Hand deutet in Richtung Westen. Festo. Bis Frau Bull nickt. Wir sehen uns in Festo. Und geht dann los. Alles klar. Bis später dann, bis Frau Bull. Was ich sagen wollte, gnädige Dame, paar Kameraden von mir und ich selbst, wir sind hier angelandet mit unserem Schiff. Es ist etwas in Mitleidenschaft geraten und wir sind auf dem Weg nach Festum. Wäre es womöglich, dass wir in ihrer Scheune nächtigen? Pustoni, etwas langsamer. Scheune? Ich? Da hast du halt auf sich. Und hier Platz 10 Finger. Einige Freunde wollen nach Festum. Aber vorher können wir übernachten in Scheune, und ich deute auf sie und dann auf ihre Scheune. Drusia? Drusia? Drusia. Desia Drusia? Freunde? Scheune. Genau. Schlaf, ja. Und dann bedeute ich so mit meinen Händen so zusammengefaltet und leg mich auf die drauf. Sie nickt. Son. Richtig, Son. Da? Da. Wo? Ja. Ach so. Total überfordert. Ja, ihr dürft dann in dieser Scheune schlafen. Ja, das ist Frau jetzt, Dukat in die Hand gedrückt. Vielen ja, Dank. Ja, es ist jetzt so 10 Uhr morgens. Die Sonne ist aufgegangen. Trotzdem immer noch alles neblig und leichter Schnee, der jetzt unten fällt. Ja. Wir brauchen erstmal einen Ort, um aufzuwärmen. Vielen Dank. Und dann drücke ich ihr trotzdem den Dukat in die Hand. Ja, sie freut sich, kann es auf alle Fälle sehen. Lächelt. Ist dann so ein bisschen verwundert. Sie lässt so die Tür halb offen stehen. Ihr Mann steht immer noch daneben. Und wenn ihr euch dann umdreht, um wieder zurück zu den anderen zu stiefeln, um die zu holen, wird es ein bisschen verwundert, euch hinterher schauen, aber... Ja, Ragnar, willst du die anderen holen? Dann werde ich mich hier schon mal umschauen. Ja, klar. Oder, na, ich weiß nicht, sind die Straßen hier gefährlich? Es hat jetzt nicht so ausgesehen. Ach, ich bin ein guter Kämpfer. Selbst wenn die Banditen kommen. Glaube ich dir, dann bist du zu ihrem neuen Anführer. Richtig. Weiß und, nicht, umsonst Ragnar, Heldenmund, Banditenanführer, Ogelsson. Hab ein Buch drüber geschrieben. Nun denn. Alles klar, wir sehen uns dann in ein paar Stunden. Gut. Dann läuft Ragnar los und pfeift ein Liedchen über Wandern ist es Wandernslust in DSA-Term. Aves ist es Aveslust oder so, keine Ahnung. Dann darf noch einmal Romili eine Wildnislebenprobe machen, wenn sie jetzt ihre Kerze rausholt, weil sie ist ja mit einer ordentlichen Ausrüstung bekleidet, im Gegensatz zu den anderen. Warum klingt das so vorwurfsvoll? Welch ein Glück, welche Erschwernis darf ich mir denn nehmen? Nur 3. Das klingt doch schaffbar. Wohin nicht schaffen können?
Ja, sehr gut. Dann nach ungefähr einer halben Stunde sitzt ihr dann an so einem kleinen Lagerfeuer, was dann größer und größer wird und könnt dann eure Hosen, Röcke wieder trocknen, die sehr kalt sind. Auch wenn ihr da so ein paar Baumstümpfe gefunden habt, auf die ihr euch setzen könnt, damit ihr nicht direkt auf dem Schnee sitzen müsst. Und trocknet euch dann. Ja, Ragnar, du bekommst durch das Wandern bei nassen Sachen und auch Epadaios 1W6 plus 1 SP und die anderen 1W6 plus 1 halbe. Also einfach mal würfeln und dann halbiert. Plus eins, ja. Plus 1. 2 SP ist Ragnar gut bedient. 3 SP. Oh, 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 bin ich noch bei 4 Lebenspunkten? 4 Lebenspunkte. Ja, ich. Das ist jetzt so dieser Moment, wo ich den Haltrang rauspacke, den man mir an Bord der Efrats Feuer überreicht hat und ihn doch schlucke. Ja. Ich bin mal 5. 2W6 plus 4. 10. 10, gut. Ja, du merkst, wie es dir wohl wohlig warm wird, und du deine Beine fast vergisst, die dann, ja, du bist immer noch total entkräftet, auch durch den Kampf mit dem Kapitän, durch den Kampf mit dem Legionär von Jagmonit, sinnierst du ein bisschen drüber nach. Und es ist sehr gedrückte Stimmung in diesen 3, 3,5 Stunden, die ihr dann da wartet, nachdem das Feuer an ist, bis dann Ragnar irgendwann wieder auftaucht. Wird es denn hier in der Nähe von unserem Lagerplatz ein paar Kräuterchen noch geben, die zu erkennbar sind? Oder Kräutersuche alles? im Winter, ja, könnten wir gerne mal schmeißen. Hast du das Metatalent aktiviert? Moment. Ich weiß nämlich gerade nicht, auf was Kräutersuchen gewürfelt wird. Sonst ist das eine Wildnisleben, Pflanzenkunde und irgendwas anderes ist da noch drin. Daraus dann den Mittelwert bilden. Eine Schärfe. Sinnenschärfe. Richtig. Wildnisleben Und und dann Pflanzenkunde, Sinnenschärfe durch Moment. 5, ne? Durch 3. Einstellungen. Durch Bei 3. 3 Talente. Poker-Einstellungen. Nachzulesen im Übrigen auf Seite 113 im Wege des Entdeckers. Danke für den Hinweis. Bitte, Das. schätze ich. So, Mut, Intuition, Fingerfertigkeit. Nee, Klugheit, Intuition, Fingerfertigkeit. Mut gehst für die Nahrungssuche. Steht auch bei Kräutersuche drin, aber okay. Was Klugheit. möchtest du irgendwas Besonderes sammeln? Irgendwas, das ich zu Tee verarbeiten kann. Wasser ist kein Problem. Möchtest du da so einen kleinen Tee aufsetzen? Ja. Das hört sich doch gesund an. So, du sagtest Klugheit, Intuition und Fingerfertigkeit. Merci. Dauer ist 1 Stunde. Wenn du dir 2 Stunden Zeit lässt, darfst du deinen THW um die Hälfte erhöhen. Eine Stunde muss reichen. Knapp. Ja, dann schaue ich gerade mal in der Zubot, was man da so finden kann. Kannst auf alle Fälle dann den Tee aufgesetzt haben mit dem, was du findest. Ich sag dir gleich, was es ist. Und Ragnar kann die anderen einsammeln. Ragnar würde auf dem Weg dorthin mit seinen Murmeln jonglieren lernen, weil er nichts Besseres zu tun hat. Und irgendwie muss er sich ja warm halten. Und ja, dann würde ich irgendwann da ankommen und meinen, wir haben hier ein Dorf gefunden. Ich verstehe die Leute nicht. Vielleicht noch irgendwie so eine Abwandlung des Garreti. Ein Dorf. Das ist gut. Wo sind die anderen? Sind Ephadaios und Bisrabul im Dorf geblieben oder kommen die gleich Nee, nochmal? Bisrabul ist nach Festung gelaufen und Ephadaios wollte sich im Dorf umsehen. Ragnar. Ja. Als ich sagte, verliert den Geweihten nicht. Was hätte ich tun sollen? Hätte ich ihn angreifen sollen, versuchen sollen, ihn mit Gewalt dazulassen? Hätte ich ihn Wäre nicht das versucht, hätte ich versucht, ihn erste mit Mal, oder? gefälliger Vernunft hier zu behalten, dann hätte er nur darauf gespuckt und hätte mich wahrscheinlich dafür verprügelt. Weil ich versucht habe, ihm Vernunft beizubringen. Ja, dann schaut irgendwie wenig angefriemelt zwischen Ragnar und der wenig sehnsüchtig zwischen dem Weg nach vorne hin und her. Und jetzt hat es wohl keinen Zweck mehr. Wir werden ihn in Festung wieder aufsammeln müssen. Also Wenn bis er auf dahin dem Weg nicht erfroren. erfriert. Richtig. Also dann, los geht's.
Na gut, alle Mann auf die Beine, keine Zeit zu verlieren. Und dann geht's weiter. Zwei Stunden später erreicht ihr wieder das Dorf. Everdaios steht wahrscheinlich an der Scheune und wartet da auf die anderen, oder wie ist das? Ich würde mir die Scheune schon mal ansehen und mich dann dort auch nochmal ausruhen. Ja, Scheune, ziemlich groß, viel Heu, was da rumsteht, dann für den Winter eingelagert ist, ein paar Säcke, die da rumstehen. Es riecht ein bisschen feucht, möchte man meinen, aber es ist auch relativ kalt, weil hier wird nicht geheizt und der Kamin von dem eigentlichen Haus, was nebenan steht, ist dann nicht in Richtung Scheune gelagert. Also hier kann man sich hinlegen, so ein bisschen in das Heu hinein. Und das wird wohl mit vielen Leuten, kann man sich das ganz gemütlich machen, aber ja, es ist einfach eine Scheune. Ich würde meinen einen Schuh mit Stroh ausstopfen, dass das Stroh die Feuchtigkeit aufnimmt und mich selbst da ein bisschen in Stroh einkuscheln. Bis wir dann wohl ankommen, schätze ich. Genau. Ja. Kommst du dann raus, wenn du uns kommen hörst, oder müssen wir erst suchen? Nö, ich komme dann raus und grüße euch. Ah, euer Gnaden, ich sehe, ihr habt euch wohl einen Unterschlupf besorgt. Hi, wir könnten uns in dieser Scheune gemütlich machen. Außer ihr wollt jetzt direkt weiter. Wartet, ich schaue mich mal kurz um. Wie durch sieht der Rest der Mannschaft aus? Die haben nicht gekämpft, denen geht's gut. Ich denke nicht, dass wir eine Rast brauchen. Wir haben uns hinreichend getrocknet und ich hoffe, ihr euch auch. Ja. Gut. Und dann sollten wir uns auf den Weg machen. Wir könnten natürlich noch fragen, wie weit es bis nach Vestum ist. Ja, gut. Spricht hier jemand von uns denn Bauernländisch? Die Bauersleute hier, das scheint ein altes Ehepaar zu sein. Die Frau spricht zwar etwas Gereti, aber generell dürfte es etwas schwer sein, sich hier zu verständigen. Romilly, ihr seid doch von hier, nicht wahr? Ursprünglich aus Riva. Aus Riva. Nun gut, dritter Jahrgold. Ich weiß, Pavi ist weit weg, aber ihr versteht doch sicherlich den örtlichen Dialekt. Da. Damit stiefelt er los, unterhält sich kurz mit der Frau, klopft da wohl an und dann kommt er nach 5 Minuten wieder mit einem großen Grinsen auf dem Gesicht und hat sich da wohl noch eine Schüssel mit Haferbrei geholt, die jetzt gerade dampfend ist und er löffelt da gerade so ein bisschen. Piat Desiat, sagt sie, 50 Meilen. 50 Meilen. 2 Tagesreisen, also wenn wir annehmen, dass wir jetzt in diesem Winter auf der Straße 25 Meilen am Tag machen. Wir sind jetzt gerade in Sonnengrunden, sagt sie. Danach kommt Rucken, Gabeldüne, Gabeln, Sopriten und dann Feste. Also genug Dörfer, aber ja, unterwegs müssen wir uns überlegen, an welchen wir Halt machen oder nicht, weil wenn wir nicht vorankommen, erreichen wir Feste einfach nie. Sollte klar sein. Nun gut, wir machen uns auf den Weg. Wenn es beginnt zu dämmern, werden wir am erstbesten Dorf Halt machen und seinen Unterschlupf besorgen. Geht doch schon mal. Romilly, habt ihr eine Sekunde? Sicher doch. Wie gut ist euer Vogel abgerichtet? Für die Jagd durchaus recht ordentlich. Seht ihr, seine Gnadenbissfrabul ist sehr eigenwillig und schmerzresistent. Ich bin besorgt, dass er die 2 Tage nach Festum erstens versuchen wird, vollständig durchzumarschieren und zweitens nicht mal zur Hälfte kommt, bevor er erfroren ist. Könnt ihr da vielleicht versuchen, ihn zu finden? Romilly überlegt kurz einen Moment. Ich denke, das wird kein Problem sein. Vielen Dank. Müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir ihn einholen. Nun gut, alle Mann, vorwärts. Keine Zeit zu verlieren. Immer noch nicht. Wie ehrlich haben wir es überhaupt? Ich meine, die Nachricht gestern ging jetzt vergangene Nacht raus. Das bringt sich vor. Herrn Nemrod antreffen können, wird es doch einige Zeit dauern. Und die Frage ist, wie besorgt seid ihr? Euren Gefährten, der vorangestürmt ist.
Zum einen das, zum anderen sind wir alle nicht unbedingt für den tiefsten Winterschnee gekleidet. Und ich möchte nicht unbedingt riskieren, dass jemand von uns bei einer langen Wanderung sich Erfrierungen zuzieht. Außerdem ist da noch die ganze Sache mit dem halbdämonischen Klotz Holz, den wir einfach so im Sumpf haben stehen lassen. Ah, Signore, ich muss schon sagen, mir ist etwas kalt, etwas fröstelig. Na, ich komme aus dem hübschen, warmen Alanfa und da ist man solche Temperaturen nicht gewohnt, Signore. Natürlich nicht. Haltet euch da lieber an die Torvaler, die kommen mit sowas deutlich besser klar. Vielleicht könnt ihr euch da den einen oder anderen Trick abschauen. Holter Jagold, könnt ihr vielleicht noch einmal bei dem Ehepaar nachfragen? Vielleicht haben sie ja einige alte Lumpen, die sie nicht mehr benötigen. Wir werden nicht dem armen Bauernpaar jetzt noch Lumpen abnehmen. Geht schon, wir sind zu früh genug in der Festung. Nicht abnehmen, aber... Sie werden uns doch gerne helfen, oder? Nun, ansonsten könnt ihr während der Wanderung meine Decke nehmen, wenn euch zu kalt ist. Ja, Vadaios, ich weiß nicht, wie viel ihr über das Bornland wisst, aber... Normalerweise sind die Menschen sehr freundlich, gerade im Winter hat man wenig. Sie sagte mir auch, dass Festum unter großem Hunger leidet. Das schwarze Eis rückt ununterbrochen fort. Deswegen bin ich auch aus Pavi gegangen. Nach zunächst Festum und nach sehr kurzem Aufenthalt dort weiter nach Süden. Und trotzdem hast du euch die Schüssel Haferbrei gegeben. Das sind anständige Menschen. Aber sie werden euch keine Kleidung geben können, weil ihr nicht ordentlich gepackt habt. Es sind vor allem anständige Menschen, denen wir nicht ohne Grund auf der Tasche liegen müssen. Er klopft einmal, sie öffnet wieder die Tür mit einem großen, breiten Grinsen. Er gibt ihr die Schale wieder zurück. Bolshoje spasibo. Frau Romilly, ich komme gerne auf das Angebot zurück. Fröstelt mich schon etwas. Dann nehmt sie. Südländer. Was? Nichts. Ihr friert nur alle irgendwie sehr schnell. Was mir selbst kalt ist, ignorieren wir dabei mal. Bist du kälteresistent? Nein, deswegen sage ich ja, wir ignorieren mal, dass mir selbst kalt ist. Gut. Ja, ihr könnt dann weiterziehen und nach 3 Stunden erreicht ihr Rucken. Möchtet ihr hier bleiben oder möchtet ihr weiterziehen? Mittlerweile dämmert es fast. Aber ihr seid um 14 Uhr losgegangen, jetzt ist es 17 Uhr und noch nicht am Tagesende, aber dadurch, dass wir Winter haben, geht die Sonne natürlich schneller unter. Ich würde sagen, ja. Wir rasten hier. Das scheint vernünftig. Ritter Jagold, fragt ihr kurz vielleicht nach, wie weit das nächste Dorf noch entfernt ist? Das kann ich tun, ja. Hab Dank. Ja, wieder ähnlich aufgebaut, ähnlich klein wie Sonnengrunden. Geht er zu den nächsten Bewohnern, eine kleine Familie und er unterhält sich kurz mit denen, kommt dann wieder zu euch. Die nächsten 3 Stunden müsstet ihr wieder laufen, dann werdet ihr in Gabeldüne auftauchen. 3 Stunden, in 3 Stunden ist es ziemlich finster. Ich denke auch, wir bleiben hier. Was sagt der Rest? Ja, gut. Gibt's hier denn ein Gasthaus? Nein. Schade. Gut, dann könnt ihr euch hier wieder eine kleine Scheune suchen. Es gibt, wie gesagt, kein Gasthaus und dann hier genauso aufgebaut wie in Sonnengrunden wieder in das Heu oder in das Stroh legen. Gut, tun wir. Romilly, wie geht denn die Suche voran? Nun, meine Eule ist unterwegs. Sie wird sich melden. Auf ihre Weise natürlich, wenn sie ihn gefunden hat. Gut. Hoffen wir mal, dass wir seine Gnaden nicht als Eisleiche wiedersehen. Sucht nochmal. Sabis, Frau Bube, sein ziemlich ungestüm und bisher hat ihr nichts aufgehalten. Nichts wirklich. Ich habe euch gesagt, dass ihr ihn nicht verlieren sollt. Ach ja, dann. Er ist ein erwachsener Mann. Ihr wusstet Mann genau, dass er einfach weglaufen würde. Ihr wusstet es. Und ihr habt nichts getan. Okay, das nächste Mal laufen wir ihm so lange hinterher, bis ihr ihn nicht erfroren seid. Wir können ihn doch nicht bevormunden.
Mag vielleicht nach außen hin wirken, als wäre er schon überlegt, was er da tut, aber nun, das ist das, was ihn mit seinem Gott verbindet. Können wir ihm doch nicht streitig machen. Ich bin ja kein Experte, was die Götter angeht, aber ich glaube nicht, dass maßlose Dummheit zu Kors Eigenschaften gehört. Nein, aber der Mut und der Glaube, dass nur der Angriff, sei es der Angriff auf einem Weg nach vorne gegen Naturgewalten, das ist etwas, was Bisfrabul verbindet und da kann ich ihn verstehen. Ich meine, also, wenn man draußen auf dem Meer unterwegs ist, dann gibt es dort auch Stürme, seichten und hohen Wellengang. Dagegen kann man nichts machen. Man muss lernen, damit umgehen zu können. Mir ist egal, was den Mann mit seinem Gott verbindet. Wir geben ihm im Rondran-Tempel ab, die sollen ihn durchleuchten. Mir gefällt das alles nicht. 3 Tage an diesen dämlichen Ästen gehangen und keinen Schaden davon getragen? Naja, keinen nennenswerten. Na, seelischen schon. Schauen wir doch an. Man ist jetzt komplett wahnsinnig. Er kann noch laufen, Ragnar. Niemand Richtig. Kann nach sowas noch laufen. Und erst recht nicht sich mit einem Kraken euch anlegen, direkt danach. Naja, Ephrataios wurde auch geschützt hier auf der Arche. Es, ja. Vor allem hat der Mann auch kein Knie mehr. Hat kein Knie mehr? Natürlich nicht, hast du dir das mal angesehen? Ich bin nicht so bewandert, was die Heilkunst angeht. Oder hat kein Knie mehr, was? Es ist zersplittert, habt ihr das nicht gesehen? Ich habe es dürfte ihm nicht geheilt sein, aber ihn scheint das ja nicht zu stören. Ihn vielleicht nicht, mich aber sehr wohl. Das ist eine gute Eigenschaft, Jan, dass du dich so um alle sorgst, aber ich weiß nicht, ob du dieses Mal den Bogen der Leute, die du schützen möchtest, nicht zu weit gespannt hast. Ich werde mal bei der Bevölkerung hier nachfragen, ob sie ein paar Vorräte für uns haben. Irgendwas, was warm hält. Bin gleich wieder da. Denn natürlich haben wir nicht daran gedacht, Vorräte mitzunehmen. Könntest du vielleicht auch die Leute fragen, ob wir irgendwie ein Waschzubehör oder sowas bekommen? Ich fange langsam an, echt eklig zu miefen. Wir werden uns jetzt nicht im tiefsten Winter waschen. Naja, der Scheune? Bestimmt wohlig warm, wenn wir da alle drinne sind. Ich bin gleich wieder da. Lasst uns doch einfach zügig nach Festung kommen. Könnt ihr euch waschen, so viel ihr lustig seid. Nach einer halben Stunde kommt Jagold wieder zurück und er hat ein großes Tablett in seiner Hand. Er wird begleitet von 2 Kindern, die ebenso ein Tablett auf der Hand haben. Und es riecht seltsam. Ihr bekommt schwarze Hasenblutsuppe und grob gestampftes Kartoffelpüree mit Buttermilch. Also eine schwarze Pampe mit ein paar gelben Kartoffelstückchen drin. Mit Muttermilch? Buttermilch. Ach, Buttermilch. Ich habe Muttermilch verstanden. Daran erkennst du die Qualität deiner Kocherei. Ja, 10 Minuten später bekommt ihr dann auch warmen Miss Guinness. Der ist allerdings ziemlich wässrig und schmeckt nicht wirklich nach einem Willkommen. Aber immerhin irgendwas Warmes. Und was euch den Bauch füllt. Ist das ganze Bornland eigentlich noch freundlich gesonnen? Wölven zum Dienst bereit? Wenn man Ritter Jagol so zuhört, sieht es ja im Norden reichlich grimm aus. Viel zu grimm. Das schwarze Eis. Ich kann mich nur wiederholen. Es war plötzlich da, es geht nicht wieder weg. Und das breitet sich weiter aus. Eines Tages werden wir schon etwas dagegen finden. Genauso wie gegen diese verfluchten Dämonenarchen. Ich habe gehört von riesigen Eisnadeln, die eine mächtige Hexe in der Nähe von Pavi aufgestellt hat. Sie ragen fast in den Himmel, so groß sind sie, und sie pumpt wohl irgendeine schwarze Flüssigkeit von unten nach oben raus und dann verteilen sie es. Den Sinn und Zweck erschließt sich mir nicht, aber ich bin auch sehr früh dann aufgebrochen. Alle göttergefälligen Menschen haben die Siedlung aufgegeben. Am besten denkt man nicht gar so hart darüber nach, was die Bovaradianer diesmal wieder tun. Kann zu nichts Gutem führen. Ja, nach
nach dem Verschwinden von Borbard ging es bei uns eigentlich erst richtig los. Wie dem auch sei. Wir kommen zurück und holen es uns zurück, wenn wir wissen, was wir dagegen tun können. Das hoffen wir alle. Nach Borbards Ableben dachten wir eigentlich, alles wäre vorbei. Wir würden uns unsere Heimat zurückerobern und seine Schergen bis ans Meer treiben. Nichts da. Jetzt sitzen wir hier seit 5 Jahren und haben immer noch keine Ahnung, was wir tun. Wie ich höre, geht's zwischen Trollzacken und Schwarzer Sichel überhaupt nicht durch. Im Norden sitzt der Herzog an der Tobimora und wartet darauf, dass der Kaiserhof doch vielleicht einmal Truppen sendet. Vielleicht gibt es auch einfach keine mehr, ich weiß es nicht. Ich habe wohl gehört, dass die Mauer, die uns einst beschützte, der große Ogerwall, an dem wir den Feind aufhalten wollen, mittlerweile dem Feind dient. Schwarz geworden. Seelen und Tote, die daraus hervorkommen und nach einem Greifen, Verschlingen in die Mauer ziehen. Der ganze Wall ist, er ist nicht erlebt, sagen wir so, mit einem Unleben erfüllt. Weiß nicht, was der schwarze Drache dort getan hat, aber ich weiß nicht, wie wir sowas jemals wieder in den Griff bekommen sollen. Einen toten Paktierer nach dem anderen. Anders geht's nicht. Der Winter ist noch nicht ganz vorbei und fest und beklagt wohl jetzt schon 1000 Tote, die verhungert sind. Ich bin froh, dass ich jetzt diese schwarze Brühe auftreiben konnte. Nun beten wir zu Herrn Travia, dass uns wenigstens dieses Schicksal erspart bleibt. Hoffen, dass wir bald dort sind. Oh, eure Eule ist wieder da, Romilly. Ja, sehr schön. Ja, die sammle ich ja natürlich direkt ein. Wickel sie direkt mit unter meinen Umhang, damit sie sich hier kaltes Gefieder wärmen kann. Ja, und wie geht das jetzt? Also, hat sie jetzt eine Nachricht von Bisfabul in den Schnabel, oder? Könnt ihr der Kleinen doch erst einmal ein wenig Zeit, bis sie sich aufgewärmt hat. Ihr werdet eure Antworten schon noch erhalten. Ja, vermutlich macht sie es wie ein Jagdfalke und zeigt dann an, indem sie drüber kreist. Ja, wenn man die Geschwindigkeit von so einem Vogel wüsste, dann könnte man das auch aus der Geschwindigkeit, glaube ich, berechnen, oder? Nachdem, wie lange sie weg war? Aromeli wird das schon wissen. Und das ist wohl eher etwas für die Gelehrten. Kann sich so ein Vogel denn überhaupt ein Gesicht merken? Ich meine, die weiß auch, vielleicht hat sie bis wohl vorhin mal gesehen, aber gemerkt. Ja, vermutlich weiß sie, wie Blut und Tod riechen. Nun, und so viele Personen werden zu dieser Jahreszeit wohl nicht einsam zu Fuß unterwegs sein. Ach, das stimmt wohl. Naja. Die Zeit vergeht. Draußen wird es dunkler und dunkler, der Schnee über euch knackt. Und es ist immer noch bitterkalt. Ich ziehe mir den Umhang auch nochmal etwas weiter um die Schultern. Versuche nicht zu erfrieren. Ja, dieser Sturz, als ich die Flagge mit der Dämonenkrone runterholen wollte, sitzt mir noch etwas in den Gliedern. Wenn wir hier auf der Straße einem Räuberpack begegnen sollten, ich glaube, es könnte nicht einmal kämpfen. Haben wir noch etwas wie eine Heilsalbe in unserem Pack? Ich fürchte nicht mehr. Nun, wenn ihr euch in der Verarbeitung der Heilkräuter auskennt, hätten wir durchaus noch etwas. Ich nicht. Jasper hat etwas gegen die Sieche an Bord der Arche brauen wollen. Ich weiß gar nicht, vielleicht er? Ja, selbstverständlich kann ich euch helfen, aber leider sind mir meine Hände so fest verbunden, dass mir das Blut fehlt und ich mich leider nicht um euch kümmern kann. Das tut mir sehr leid. Denkst du, ja, dann ist es notwendig, dass er hier in seinen Eisenschellen sitzt? Bisher hat uns Jasper doch nur geholfen. Richtig, um sich selbst zu helfen. Und jetzt, wo es auf das Ende zugeht, traue ich ihm nicht.
Er ist ein Magier, das heißt, ich traue auf seinen Händen erst recht nicht. Außerdem, das ist vielleicht noch wichtiger, traue ich euch allen nicht auch diesen Gefangenen zu verlieren. Na, wie du meinst. Die Zeit vergeht und vergeht. Möchte Romilly ihre Ergebnisse mitteilen? Und nach einiger Zeit wird sie sich erstmal hinter ein paar Strohballen zurückziehen und ihren Rock gegen die Hose austauschen. Das wird doch langsam etwas kühl unten rum. Der Rock wird, die Hose wird vielleicht nicht ganz so durchgefroren sein. Ja, da die Eule natürlich dabei war, erzählt Romilly euch dann auch. Nun, eine Eule hat mir berichtet, dass der Gefährte die Nacht durchmarschiert. Weiß nicht, woher er die Kraft nimmt. Aber er hat einige Stunden Fußmarsch Vorsprung. Er scheint keine Erschöpfung zu verspüren. Ja, wir müssten ihm hinterher rein, um ihn einzuholen, schätze ich, aber wenn er die Nacht durchmarschiert, können wir das vergessen. Es scheint mit dem Herrn Firon im Bunde zu sein, dass er eine solche Widerstandsfähigkeit gegen dieses Wetter hat. Ja, hoffen wir mal, dass er mit dem Richtigen im Bunde ist. Meint er, könnte sich mit den dunkleren Kräften eingelassen haben? Die Möglichkeit besteht. Nicht auszudenken. Es hat keinen Zweck. Wir holen ihn nicht ein. Wir werden ihn im Festum aufsammeln müssen. Ob er will oder nicht. Wenn wir ihn dort dann noch aufspüren können. Ich bin immer noch bereit zu wetten, dass er vorher erfriert. Um was? Ich wette 5 Dukaten dagegen. Ich habe kein Geld. All mein Geld ist unser Geld, ist in Valusa. Wette deinen Morgenstern dagegen. Ich habe keinen Morgenstern. Deine komische Keule da. Diese komische Keule schlägt dir gleich in den Hintern. Schlaf endlich. Das ist eine langweilige Wette. Ragnar, du setzt darauf, dass er überlebt und ich denke, Besrabul, für einen ehrenhaften Tod wäre er sogar dankbar. Ironisch. So, wenn er gewinnt, verlierst du. Und er ist traurig oder nicht befriedigt, wenn du gewinnst. Ich glaube nicht, dass es ein ehrenhafter Tod wäre, im Winter zu erfrieren. Nee, das natürlich nicht. So wie er sich benimmt, frage ich mich, warum er sich nicht schon längst vom Oberdeck der Arche gestürzt hat. Das wäre wohl kein Feind, der seiner würdig ist. Stürzen den Tod. Naja. Gut, ihr dürft regenerieren, wenn ihr schlaft. 1W6 minus 2. Geht ja sogar. Ja, Konstitutionsprobe zur Wundheilung. Immer noch erschwert um 9. Leider kann natürlich auch Behandlungsproben machen. Aber also ich bin dafür auf jeden Fall nicht der richtige Ansprechpartner. Ich werde mich jetzt in der Pampa nicht behandeln lassen. Konstitutionsprobe für einen zusätzlichen LEP immerhin geschafft. Oder wird die auch erschwert? Nee, kannst du auch. Dann schreiben wir den 5. Zar 8 Uhr morgens. Ich stehe auf, schlage den Reiseumhang ein wenig zurecht. Auch mal strecke mal die Glieder, überprüfe meine Zehen, ob keiner blau gefroren ist. Und trete dann diejenigen wach, die noch am Schlafen sind. Auf die Beine! Auf geht's! Alter Jagold, bevor wir aufbrechen, könntet ihr die Leute vielleicht fragen, ob sie uns ein wenig Heißwasser als Trinkproviant mitgeben können? Wasser sollte ja bei den Schneemassen kein Problem darstellen. Ja, ich kann euch gerne heißes Wasser dann anbieten, aber lange wird das wohl nicht heiß bleiben. Was auch immer ihr vorhabt, das muss wohl schnell gehen. Nun, 1 oder 2 Stunden sollte es vielleicht zumindest noch auf annehmbarer Temperatur bleiben, bevor es einfriert. Ja, euer Wort in Firons Ohr.
2 Minuten später hast du auch heißes Wasser bei dir. Sehr schön. Ja, Trinkschlauch wird im Rucksack eingepackt und der dann noch mit unter den Reiseumhang. Und man hofft das Beste. Gut, dann möchtest du jetzt einfach trinken oder hast du noch was Spezielles damit vor? Nö, ich hab nichts Spezielles vor. Gut. Nur für später hoffentlich noch lauwarmes Wasser. Ihr marschiert um 8 Uhr morgens los, beziehungsweise halbe Stunde Verspätung, so roundabout, dass ihr da eure Sachen aufgelesen habt. Und dann erreicht ihr nach etwa 4 Stunden des Marschierens auf dieser Straße Garbeldüne. Eine falsche Müdigkeit vorschützen, immer schön weiter. Gut, 4 Stunden später, nach Garbeldüne kommt Gabel. Weiter den Leuten zu, weil wir weiter marschieren. Frage ist, wie weit ist es noch bis zum nächsten Ort? Wir werden schon keine 12 Stunden Schlaf brauchen. Komm noch dazu, wie viel Tageslicht haben wir noch? Ich blicke mal gen Himmel. Es müsste jetzt Nachmittag sein. Eher Abend, oder? Naja, wir sind morgens irgendwann um 8 aufgestanden. Jetzt sind 8 Stunden rum, 16 Uhr wahrscheinlich. Im Winter wird es früh dunkel. Ja, ich würde trotzdem sagen, wir gehen weiter. Was habt ihr an Lichtquellen dabei? Leider gar nichts. Ich fürchte, ich habe meine Laterne in Valusa gelassen. Wie sieht's wolkentechnisch aus? Ist vielleicht mit ein wenig Mondschein zu rechnen? Lass mich kurz in den Kalender gucken. Wir haben Halbmond. Frage ist, sehen wir den überhaupt? Das ist schwer. Halbmond, ja, wenn es neblig ist, wenn es schneit, weniger. Können wir eine Wettervorhersage machen? Das wäre zum Beispiel eine Option, die ihr habt. Ja, so gegen 18 Uhr könntet ihr noch mit dem Mond rechnen und danach ist es halt stockend dunkel. Und jetzt haben wir es ungefähr 16 Uhr, ja? Ungefähr. Alles klar, wir haben noch 2 Stunden, bis wahrscheinlich es anfängt zu schneien. Solltet ihr fragen, wie weit es bis zum nächsten Dorf ist? Alles klar. Ritter Jagold, wärt ihr so gütig? Ja, lass mich gerade nachmessen. Kilometer. Das schaffen wir nicht. Ich bin mindestens 4 Stunden. Ich meine, wir könnten schneller marschieren, aber ich fühle mich jetzt auch nicht gar so gut auf den Beinen und ich weiß nicht, wie es den anderen dabei geht. Also, uns geht's gut. Sind. Ich bin geneigt zu sagen, wir sollten hier bleiben. Ragnar, Ephadaios, Romeli, was sagt ihr? Ja, der junge Bruder ist dem ist nicht zu spaßen. Sein frostiger Zahn hat schon einige dahin gerafft, also ich würde es nicht riskieren. Vor allem bei dem Ziel, was wir haben, ist einfach zu wichtig, da sollten wir kein Risiko eingehen. Ja, mal wieder geht Ritter Jagold los und nach einer halben Stunde bringt er euch diesmal Zwiebelsuppe. Aufgeschnittene Zwiebeln, klein gehackt, in Wasser getan, ungefähr eine halbe Stunde köcheln lassen, Zwiebelsuppe. Je näher und näher ihr Festum kommt, desto weniger gibt es zu essen. Man sollte meinen, es gäbe mehr, je näher man in die Stadt kommt. Muss wirklich schlimm sein dort. Ja, wir haben jetzt 16 Uhr, 16:30 Uhr, so je nachdem. Und dementsprechend, wenn ihr euch jetzt zurückzieht in so eine kleine Scheune, dann ja, habt ihr noch viel, viel Zeit, um euch da zu unterhalten. Wenn es irgendwas gibt, ansonsten können wir das rüberspringen. Ich würde tatsächlich die Zeit nutzen und mich ein bisschen warm halten und mit Myria im Schwert sparen. Das haben wir nämlich in letzter Zeit sträflich vernachlässigt. Ich würde mich ein bisschen
mit Ugdan über Al-Anfa unterhalten. Über Al-Anfa? Oh, Senora, die schwarze Perle. Sie ist immer warm und die Frauen laufen dort freizügig umher. Sie schwitzen am ganzen Körper und du kannst sehen, wie ihre Körpersäfte laufen. Es ist ein ganz angenehmes Klima und ihr solltet uns einmal im Maraya besuchen. Wenn es richtig warm ist, dann feiert die ganze Stadt. Und es gibt überall Sex. Das klingt auf jeden Fall gut. Senor, wenn wir ein eigenes Schiff uns organisieren, also ein großes, nicht so wie die kleine Lorcha, die Kapitän Jalan gehört, dann sollten wir von hier aus direkt in Richtung Al-Anfa segeln. Es ist so wunderbar dort unten. Ja, okay. Warum bist du denn von da weggegangen? Oh, Senor, ich muss irgendwie Geld verdienen. Ja, man bekommt kein Geld, indem man nur rumsitzt. Und, das ist natürlich ein gutes Argument. Eigentlich wollte ich in Kunchon bleiben, aber dann war mein Geld alle, weil es fließt dann Alkohol und es fließt, die Körpersäfte von anderen Frauen. Ich freue mich schon auf, kenne ich. Auf Festum und dann war das Geld alle und ich musste anheuern und dann habe ich von diesem Ausgang gelesen und ich dachte mir, die blutige See ist doch überall und dass es danach nur dann geht, das wusste ich natürlich nicht. Und man verdient natürlich auch sehr viel Geld. Man verdient Geld. Ja, ich denke mal mehr als man an einem normalen Schiff verdient. Ja, Senor, das ist richtig, aber die Gefahrenzulage für Leib und Leben ist selbstverständlich etwas, mit dem man sehr behutsam umgehen muss. Das ist natürlich auch wieder richtig. Nur weil er mir 10 Fahrzeuge mehr bezahlt, werde ich nicht an einem Krakenmolch in den Maul springen. Gefahrenzulage hin und her. Ja, man muss natürlich auch immer seinen eigenen gesunden Menschenverstand einsetzen. Und nicht einfach blind nur Befehlen gehorchen. Ist schon richtig. Ja, und dann würde ich ihn da noch ein bisschen überall anfangen ausfragen. Und keine Ahnung. Also ich würde mir da einfach nur anhören, was er da so für Geschichten überall anfangen erzählen kann. Wie wunderschön diese Stadt ist. Vom Morab-Felsen. Jahr für Jahr 10 Männer und Frauen, die sorgsam ausgewählt werden, damit sie sich von der Klippe runterstürzen, direkt auf die Klippe. Zerschellen, zerspritzen, ihre Leiber aufplatzen und einen blutigen Schwall und es gibt mal den einen oder anderen, der das Ganze überlebt hat und dann von Bohren ausgewählt ist. Ah, Senor, es ist göttlich, müsste man sagen. Das war der Zeitpunkt, als ich mich entschied, zum Boron Akulut ausbilden zu lassen. Und dieses Festival. Warum machen das diese Leute? Senor, eine uralte Tradition. Schon seit etwa, ich bin mir nicht ganz sicher, 2000 Jahren sitzen die Waldmenschen an dieser Stelle. Oh, Waldmenschen, wenn es etwas gibt, was ich noch mehr hasse als Dorwaller, dann sind es Mohahas. Sie beten viel zu ihre Götter an und eine verquere Version von Boron und die war mal Visa geheißen und seitdem opfern sie Jahr für Jahr diese Menschen auf diesem Blutfelsen und allen geht es gut und wir haben diese Tradition übernommen, weil, wenn sie etwas, ein bisschen was Spaß macht, dann das. Okay. Willkommen in der schwarzen Perle von Al-Anfa. Okay. Und die Arena ist so riesig. So viele Menschen, wie dort sterben. Klingt vielleicht doch nicht so, als würde ich da mal in nächster Zeit vorbeikommen. Man hört ununterbrochen das Rauschen der Flügel von Golgari. Und die Drogen sind das Beste an Al-Anfa. Ja, er erzählt dir so ein bisschen Sachen, die dich mehr abstoßen. Und du hast auch so mal schon von einigen Kollegen beim aventurischen Broten gehört, die sie eher als Pestbeule bezeichnen. So nach und nach wird dir klar, warum. Ja, ne? Also... Ragnar würde da tatsächlich fasziniert und angeekelt weiter zuhören und würde dann aber irgendwann versuchen, das Gespräch wieder in Richtung dieses Raya-Feiers zu lenken, einfach damit man dann was Wohliges hat zum Einschlafen und nicht irgendwie so in Gedanken noch an den Rahmenfelsen oder so an irgendwelche Drogenleichen denkt. Ja, ja. Also ich würde einfach nur ein bisschen mich mit Ugdan unterhalten und da ein bisschen was über alle anderen Erfahrungen bringen. Perfekt. Woher sein Hass auf Torvala kommt. Ja. Er bietet dir sogar an, dass er dich in der Stadt dann integriert, wenn ihr mal dorthin kommt, weil du ihm so sehr gut gefällst, dass du eine Stadtbürgerschaft von Al-Anfa bekommen könntest, wenn du das möchtest. Irgendwie habe ich das Gefühl, das endet damit, dass ich versklavt werde. Aber nee, ich nehme das Angebot gerne an. Nee, das meint er gar nicht. Okay. Aber wenn du irgendwann mal dich Al-Anfana heißen möchtest und nicht Garetia, dann könnte er das auch sichern. Genau.
Gut, Ephadarius oder Romili? Romili, wie sieht's bei dir aus? Irgendwas tun? Ja, sie wird noch ein bisschen mit ihrem Kampfstab rumfuchteln, um sich warm und fit zu halten. Ja, vielleicht gegen Yalan oder gegen Ephadarius, so ein bisschen Training? Wenn die Herren interessiert wären. Wobei Yalan wollte ja mit seinem Schwert mit jemandem trainieren, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, ich denke, wenn die Knappen da trainiert, dann könnte man da auch einen Sparring-Partner anbieten. Das geht dann sicherlich auch, dass du das machst. Wie gesagt, Romilly ist nicht gut, aber Frau muss ja auch was für ihre Ertüchtigung tun. Gut. Ephadarius? Ich werde den beiden zugucken und dann mal fragen. Was denkt ihr denn, Fräulein Romilly, die vier Schiffe Richtung Blutiger See? Das ist der Weg, wie man die ganze Blutige See befreit? Ich meine, eine Arche habt ihr jetzt schon gesehen. Es gibt noch Dutzend weitere. Kampfding bin ich wahrlich nicht bewandert. Und dabei weicht sie wahrscheinlich gerade wieder einem Schlag aus, nur mit Mühe und Not. Nun, könnte schwierig werden. Wir müssen hoffen, dass sie das Überraschungsmoment auf ihrer Seite haben. Überraschungsmoment? Hörst du das, Yalan? Verzeiht, ich war kurz weggenickt. Nun, Fräulein Romilly meinte gerade, dass die vier Schiffe, denen wir begegnet sind, mit dem Korvettenkapitän, dass sie mit Geschick vorgehen müssen, mit Raffinesse und nein, ich glaube, da sind wir uns eigentlich ein Angriff vorn heraus. Das wird wenig bringen. Ein Angriff voraus auf diese vier Schiffe? Warum? Nein, mit diesen vier Schiffen auf die Feinde in der blutigen See. So einfach wäre, sie mit mehr Feuerkraft zu überwältigen, wäre das sicherlich bereits geschehen. Das meine ich ja. Diese Arche jetzt vernichten. So wie ich es verstehe, bricht Sarnin doch mit seinem Rammsporn in die Arche ein. Und fängt dann im Inneren an zu schießen und Feuerbälle hereinzuzaubern. Sicher eine gute Taktik, aber wie viele Eichen hat er schon versenkt? Und Ragnar hat ja einige von ihnen gesehen. Wie viele Schiffe wird es kosten, dass er überhaupt nah genug rankommt? Das kommt dazu, es war doch dieser Bericht von der KGA, der sagte, dass die Eichen sehr schnell laufen können, wie wir ja selbst auch gemerkt haben. Aber dann auch erstmal auf diese Geschwindigkeit kommen müssen. Und dass man sie, wenn man kräftig rudert, einholen kann. Zumindest wenn man sie überrascht. Aber um zum Thema zurückzukommen, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie viele Archen Sarnin schon versenkt hat. Ob er überhaupt einen hat. Es klar, heißt immer so. Aber... Die eine, diese Plagenbringer, sie soll ja enorm sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Adler da mit ihrem Sporn so tief in den Rumpf stechen könnte, dass das Herz erreicht wird. Puh, also. Vielleicht kann man ja durch den Rumpf brechen und dann von Bord ins Innere der Arche springen und das Herz suchen. Vielleicht. Stimmt. Ich glaube nur, dass es gibt nicht die eine Strategie gegen die Archen. Man muss ihre Schwachstellen finden. Und einfach mit einer großen Flotte in die blutige See zu stechen, das... Naja. Aber das ist sehr beunruhigend. Vor allem dauert es auch lange, so ein Schiff zu bauen. Die Arche, also nicht nur unsere, sondern alle Archen, wenn sie Schiffe verschlingen, sie wachsen. Sie sind irgendwie lebendig und... Ich meine ja nur unsere Arche, wir könnten sie zu einem Archenjäger... wachsen lassen. Ein schnelles Schiff. Überhakt der Gedanke nicht, muss ich sagen. Auch wenn die Admiralität vermutlich, wenn sie davon nur hört, schon anfangen würde zu sabbern. Ja, die Admiralität. Es ist schwer, hier im Kampf, ich habe das Gefühl, dass wir immer häufiger vor die Frage gestellt werden, das, was wir götterfürchtig glauben, Frage zu stellen, Kompromisse zu schließen, die wir eigentlich gar nicht schließen wollen, um unser Ziel zu erreichen. Jagold kommt vom Training mit seiner Knappin Frieda zurück. Er hat also genauso wie Yalan trainiert. Sagte, zu wem gehen wir eigentlich in Festum? Also,
Wenn wir dann da sind, gehen wir dann zur Weltlichkeit, also zu diesem Rat oder zu den Kirchen, gehen wir zu den Magiern. An wen wenden wir uns zuerst? Zunächst einmal, denke ich, werden wir uns mit einem Vertreter unserer Auftraggeber auseinandersetzen. Er wird uns mit hoffentlich allen Informationen versorgen können, die es zu haben gibt. Und danach? Wir gehören nicht zur Flotte. Und obwohl er Verdarius Geweihter ist, untersteht das Schiff als Ganzes vermutlich auch nicht der Kirche. Ne. Entsprechend sind wir wohl erst einmal auf uns gestellt. Also meine Idee wäre, wir gehen zu den Magiern. Könnte ich dann auch ein, zwei Fragen klären. Wir müssen herausfinden, wie sich die gute Piranianer vom Schiff lösen lässt. Richtig. Und wir Wäre eine der müssen paar Fragen. Den Markgrafen davon informieren, dass wir seine Tochter gefunden haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Magier können immer hilfreich sein. Wie ist es eigentlich mit Aber euch, Ritter Jagold? Habt ihr Söhne oder Töchter? ich hatte zwei Söhne, ich hatte eine Tochter. Sie sind alle drei mittlerweile gestorben. Meine Frau ist darüber sehr verbittert. Gestorben gegen die Schwarzen Lande? Zum Teil. Zwei durch das schwarze Eis geholt. Beim Spielen auf dem. Es war eine Wiese, zumindest früher. Und dort könnte man eigentlich gar nicht untergehen, aber als das schwarze Eis drauf war, haben wir uns zunächst wenig Gedanken gemacht, weil wir es so nicht kannten, aber sie sind eingebrochen. Auf einer Wiese. Und die scharfen Kanten sind wieder zugewachsen. Schluckt so ein bisschen, kannst sehen, wie sich seine Augen mit Tränen füllen, als mein Sohn versuchte, wieder nach oben zu tauchen. Ulmef ist das schwarze Eis wieder zugewachsen und hat ihn in zwei Teile geschnitten. Daraus legt ihm die Hand um die Schulter. Den Das Körper sollte nicht von geschehen. Dunyasha haben wir nie gefunden. Wir haben das Eis aufgeschlagen an der Stelle, aber da war nichts. Weder Wasser noch Wiese, es war einfach Erde. Wir konnten sie nicht einmal begraben. Gibt Worte dafür, wenn Kinder ihre Eltern verlieren, wenn ein Mann seine Frau verliert oder eine Frau ihren Mann. Aber dafür, wenn Eltern ihre Kinder verlieren, dafür gibt es keine Worte. Und es sollte es auch nicht. Mein Vater sollte niemals seine Kinder beerdigen. Alles, was mir jetzt noch geblieben ist, ist Frieda. Der Glaube an die Zwölfe. Auch wenn ich manchmal glaube, dass ihr einiges tun würdet, um diesen Krieg, um die bösen, finsteren Mächte in dieser Welt zu besiegen. Naja. Also gut, gehen wir schlafen, es ist spät. Morgen müssen wir wieder los, damit wir zeitig Vestum erreichen. Wohl wahr. Regeneration. 1W6 minus 2. Konstitution zur Wundheilung. Geschafft. Konstitution zur Regeneration. Nicht geschafft. Und auch nichts geheilt. Gabeln, sechster Zar, 8 Uhr morgens.
Ja, ihr zieht los und ihr erreicht Sopriten gegen, ja, nach ungefähr 5 Stunden. Das ist also eine etwas längere Zeit und dadurch, dass ihr jetzt auch bei hoher, verschneiter Straße euch an den Weg durchkämpfen müsst, das Wetter spielt wirklich nicht so sehr mit. Es ist unglaublich kalt und ihr könnt dann auch sehen, wie unter anderem einige Eiszapfen sich bräunlich verfärbt haben, beziehungsweise schon schwarz wirken. Der Zusatz-LEP ist nicht erschwert, nein. Ja, ihr seid um So, 8 Uhr. ja, nein, die war aber nicht geschafft. Ich habe sie mir nicht eingetragen. Ich habe es falsch eingetragen, aber richtig abgelesen. Sorry. Ist das das schwarze Eis? Sieht seltsam aus. Das sieht. Das geht da mal näher hin. Alles bräunlich. Fasst es nicht an, ihr schneidet euch nur. Hört auf den Ritter. Er hat damit wohl mehr Erfahrung als wir. Sticht durch die größten, dicksten Stiefel. Ich weiß nicht, wie den die Wesen erschaffen. Wagner wird sich mal da auf dem Boden daneben legen und dann schauen, ob das wirklich so spitz ist. Ja, je nachdem, wo du gerade guckst, also teilweise hängt es von den Bäumen runter, teilweise hat sich der Schnee so ein bisschen verfärbt. Wenn ihr dann auf der rechten Seite, so ein bisschen abseits des Weges in den Wald hineinguckt, könnt ihr dann sehen, wie da dann auch das Eis weiter wächst. Also ganz fein, ganz leicht. Es erinnert dich so ein bisschen an die schwarzen Linien auf deiner Hand. Wie Blitze dehnt es sich aus und greift dann um sich wie eine Schneeflocke. Aber sagt euer Ehren, wenn man das nicht aufhalten kann, wie lange glaubt ihr, das Festum noch zu halten ist? Bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es von hier aus im Norden aussieht. Ich habe gehört, dass einige von den Bornländern abgefallen sind und noch vor Borberats Invasion für einige Trubel sorgten. Nordmark und Ufenmaß. Es ging also nicht nur von den Hexen los, die hier plötzlich auftauchten, sondern auch von den Baronen und den Grafen. Uriel. Ja. Wer? Nichts, nichts. Stand gar so, dass sich der Ärger immer den schlechtesten Zeitpunkt aussucht, um aufzutreten. Richtig. Zeit, dass das fette Schwarzenschwein geschlachtet wurde. Gut, ziehen wir weiter. Weiter geht's. Um etwa 13 Uhr, Mitte des Tages, erreicht ihr Sopriten. Da gehen wir weiter, oder? Warum? Wow.